Wie sie den Berg und wartet auf den Bus nach Wien. Da bin ich. Da ist Antonia. Hallo. Hallo, wir sind in Wien seit gestern. Annie Night nennt sich das, glaube ich, ja. Wir waren hier noch nie und heute 2 Stunden. Es ist übrigens 8.10 Uhr und um 10 geht's los. Die Schlange soll irgendwie mega lang sein, immer am Einlass. Und deswegen sind wir schon da. Ja! Es ist 8.47 Uhr und es sind schon ein paar mehr Leute geworden. Mensch. Wir sind drin. Haben wir das schon mal gefilmt, dass wir drin sind? Nee, wir sind jetzt drin. Und wir haben uns schon mal alles angeguckt. Das ist irgendwie interessant. Nein. Ich hätte gedacht, das ist größer. Ja, ich schwitze. 1 von dir. Meins. Das kann man gerade noch so lesen. Ich habe ja sowieso schon eine schlechte Schrift. Sobald der Stift dicker als Feinliner ist, kann man das sowieso nicht mehr lesen. Alter, also, guck euch das mal an. Sweet Buble. Also das ist... Wir schauen noch ein bisschen rum. Vielleicht gibt es irgendwas Geiles. Wir wollen später noch Osu zocken. Aus. Menschen. Ich hab gar nicht aufgenommen. Die ist dumm. Scheiße. Wir haben bestimmt gerade 5 Minuten gelabert. Nein. Und dann hat ihn nicht aufgenommen. Ich hätte gerade beinahe wieder den gleichen Fehler gemacht wie das nette Weibchen neben mir. Ja, also es ist 11.51 Uhr. In 9 Minuten beginnt die Show, Eröffnungsshow. Und der meiste Raum von dieser Con wird von dieser Halle, von der Bühne halt eingenommen. Ja, und man kann, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, man kann mit dem Hashtag AniNight2016 und auf Snapchat und auf Twitter was posten und dann wird es auf dieser Wand dort eingespielt. Das ist eine schöne Kulturie. Ich bin eine Pina. Ich glaube, wir sind falsch. Antonia hält sich einfach zurück, ich Assi-Kind. Wir sind jetzt im Händlerbereich. Wir waren gerade auf der Bühne und haben den Yo-Kai Watch-Tanz gemacht. Und uns blamiert. Und wir standen ganz vorne in der Mitte. Und das haben wir gemacht. Und jetzt haben wir einen Chibanyan-Broschen-Anhänger und einen KSM-Anime-Brausepulver. Und Triad, also wir probieren heute Kimochi. So sehen die aus. Schmeckt nicht so geil. Ich finde, schmeckt wie Marmorkuchen mit Schokolade drumherum. Das ist Antonia. Ja. Ist übrigens 14.26 Uhr. Wir haben diese Pfirsichspanner gekauft, die gibt es nämlich bei uns nicht. Schmeckt's? Ja. Ich glaube, ich habe einen Mückenstich. Es ist 11.54 Uhr, wir sitzen hier. Wir spielen jetzt mit, klebt am Haar dran. Mit doppelseitigen Klebeband, was in dem Haar klebt. Wir haben Bonbon bekommen von dem LKW. Ein bisschen Lolli, aber es ist Mord noch. Es moselt bei meinem Mut.
Und aus Antonio. Hallo. Ich bin schon da. Tote. Am Helsmoos. Sie hat auch einen Helsmoos. Genau, weil die so viele Helsmoos. Er ist eine Ramune, Jungfrau. Hast du noch nie getrunken? Ja. Ich habe einen Traubenlolli, die sagt, der stinkt. Der stinkt. Das sind unsere Helsmoos-Gang hier. Ja. Helsmoos-Love, Helsmoos-Life. Ich hab eine Postkarte. Von Rem und Ram. Mülleimer. Da fliegen übrigens Flugzeuge. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja. Jetzt laufen wir halt rum und wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Es ist 16.15 Uhr. Eine Stunde und 45 Minuten macht das jetzt so. Du siehst schön aus. No matter what. Sieht echt übelst behindert aus, Antonia. Das sieht schön aus. Sie hat größer als Mund. Guckt euch diesen ganzen Müll da an. Müll ist eklig. Sieht auch nicht besser aus.